Lange haben die USA die Türkei gedrängt. Nun erlaubt das NATO-Land den US-Streitkräften offenbar, türkische Militärstützpunkte zu nutzen, um Luftangriffe auf IS-Stellungen zu fliegen. So sagt es zumindest das US-Verteidigungsministerium. Am Morgen haben die USA und ihre verbündeten IS-Stellungen rund um die kurdische Stadt Kobane bombardiert. Bei Kämpfen in mehreren Vororten soll es kurdischen Einheiten gelungen sein, IS-Milizen zurückzudrängen, so die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nathalie Amiri, an der türkisch-syrischen Grenze, der Kampf um Kobane geht weiter. Wie beurteilen Sie im Moment die Lage? Wir haben den ganzen Vormittag über heftige Gefechte beobachten können. Dabei gab es große Detonationen schon im Stadtkern von Kobane. Den Kämpfern des IS ist es dabei auch was heißt gelungen, aber es ist ihnen, sie haben dabei auch eine Moschee, ein Minarett einer Moschee zerstört. Es gab eine sehr große Detonation durch eine Autobombe und dabei wurden sehr viele kurdische Kämpfer verletzt und auch getötet. Es geht bei dem Ganzen im Moment heute um den Grenzübergang Müşitpinar. Das ist der Korridor für die Kurden, auch für die humanitäre Hilfe. Und dieser Korridor ist im Moment gesperrt. Also sind die Kurden auch darauf angewiesen, sowohl Zivilisten, denn es gibt noch nach wie vor in Kobane sehr viele Zivilisten, als auch Verletzte, jetzt nur noch von dem einzig verbliebenen Grenzübergang im Westen über die Grenze zu bringen. Soeben erreichen uns Meldungen, dass die Türkei sagt, sie habe den USA nicht erlaubt, von türkischen Flughäfen aus zu Anti-IS-Einsätzen zu fliegen. Welche Informationen haben Sie zur Stunde? Es hieß ja heute Morgen aus dem US-Verteidigungsministerium, dass İncirlik geöffnet werde, dass die Türkei ihr Okay dazu gegeben hat. Das haben wir aus den türkischen Medien von türkischer Regierung bisher noch nicht so gehört. Jetzt haben wir aber aus Regierungskreisen erfahren, dass es kein definitives Dementi gibt. Aber sie behaupten, also sie sagen, die Verhandlungen werden weiter fortgeführt. Also es kann noch eine Zeit dauern, eine Zeit, die die Kurden jetzt im Kampf um Kobane im Moment gerade nicht mehr haben. Danke für diese Information, Nathalie Amiri, an der türkisch-syrischen Grenze.